das nicht schön? Ich befürchte, wir fahren nicht zum Eisessen. Wir machen heute einen richtig schönen Wellness-Tag auf dem Land. Ich schon wieder Wellness, Meinberg. Du mit deinem scheiß Wellness. Du musst es so sehen. Du hast mich 24 Stunden lang auf diesem Pfahl sitzen lassen. Bleib da drauf. Ja! Der Turm wackelt, ey. Leck mich am Arsch. Das ist zu riskant. 4, 3, 2, 1. Ja! Herzlichen Glückwunsch, Suzuka. Da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich irgendwas machen, wo ich mich mal so richtig schön bei dir bedanken kann. Fuck, das brennt. Hey Leute, hey Leute. Das ist doch wunderbar. Was soll denn hier gefährlich sein, Mann? Meinberg, ich sehe, dass da irgend so ein Kacktümpel ist. Das ist ein schöner kleiner See. Das ist ein scheiß Tümpel. Ich weiß ganz genau, dass da, irgendwelche Tierchen. Langsam ankommen und dann beginnt Meinis Wunder. Wellnessbehandlung. Aber vorher ziehst du dir noch mal was Schickes an. Ein Traum. Das kratzt. Das kratzt? Ja. Oh. Ich muss jetzt nur, damit die Überraschung noch ein bisschen größer ist, dir die Augen verbinden. Oh. Wohin gehen wir, Meinberg? Au! Was ist? Nicht, da war was. Ich hab da mal was vorbereitet. So, Füßchen hoch. Oh nee, ist das ein Sarg. Wir machen noch Wellness, nicht Beerdigung. Mach's dir bequem. Oh nee, was ist das? Schön. Meinberg, das fühlt sich nach Tod an. So. Gaffer! Scheiße. Schön, du bist in der richtigen Stimmung. Stell dich mental weiterhin ein bisschen drauf ein. Es wird ganz, ganz fantastisch. Bis gleich. Einfach ruhig bleiben. Ruhig bleiben, dann passiert nichts. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, egal was kommt. Atmen, 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 atmen. Scheiße, der schüttet was drauf. Marc, denk dran, alles Gute kommt immer von oben. Marc, das hier sind meine Wellnesseln für dich. 3, 2, 1 und bitteschön. Ja! Brennt. Fuck, fuck, das brennt. Hey Leute, hey Leute! Au! Mensch, das sieht ja geil aus. Nee, das sind scheiß Brennnesseln. Das sind Wellnesseln. Das ist ein bisschen. Noch Tierchen. Ja, Tiere sind natürlich auch ein paar drin, das ist klar. Oh, die Kram ist rum. Ja. Nimm mir jetzt die Binde ab, bitte. Warte, ich fixiere mal kurz den Kopf. Oh, ich bin an den Hals gekommen. Ach, brennt das? Schwein, du bist so ein Schwein. Ich krieg lauter Pusteln. Ja, vielleicht schwillt auch der Hals zu. Ich mach das nicht ohne Handschuhe. Ich fass hier bestimmt nicht ohne Handschuhe rein. Ja, dein Hals wird ganz schön rot, das stimmt. Ich versuche mal. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Berg, nicht noch mehr. Nein, nein, ich versuche nur das Rote abzureiben. Du bist so ein Arschke. Nein, ich versuche das Rote nur abzureiben. Warum? Mein Berg! Das mag noch roter werden kann. Ne? Das denkt man ja bei seinem Gesicht gar nicht. So, dass die schön zerdrückt werden. Du kranker Typ, Mann. Ja, ich bin krank. Du hast mich krank gemacht. Also mir ist wichtig, dass wir das hier sauber erklären. Wir haben auch einen Bildungsauftrag, Marc. Ja? Überall an der Brennnessel sind so kleine Brennhaare dran. Und wenn die dann eben zerbrechen, dann sondern die ihre Abwehrstoffe ab. Und wenn man die jetzt dann auf die blanke Haut kriegt, also wenn das so ein bisschen gequetscht wird. Oh nee, mein Berg. Au. Fuck. Dann zerbrechen diese Brennhaare. Ich massier dich. Mein Berg. Ich massier dich da einfach. Alter, mit Messern oder was? Boah, okay. Mein Berg, halt auf. Auf, fuck. Nicht da vorne. Nein. Au. Nein. Aua. Aua. Hier sieht man Husteln am Hals.
Ja, das ist natürlich hier ganz schön, oh, ganz schön rot. Hi, Mac. Mhm. Fuck, ich halte nicht mehr aus. Wir machen das Leute freiwillig. Nein. Ich will nach Hause in die Badewanne mit Eiswürfeln. Ich möchte jetzt lieber einen Tee. Brennnesseltee entschlackt, reinigt also den Körper. Ach, ich will hier raus jetzt. Tut das nicht noch mehr weh, wenn du mal so rumruckelt? Ah. Nein, ach, au! Ah, mein Rücken! Ah, au! Au, die Luft brennt! Ach, du Schande! Ach, du Schande! Ah, mein Rücken! Aua, die Luft ist scheiße! Ah, au! Au, die Luft! Aua. Ich hoffe, dieser Tag hat dir Spaß gemacht. Marc, ja? Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst doch mal hier ein Abo da. Dann seht ihr öfter solche Challenges oder Strafen. Hier seht ihr, wie es überhaupt dazu kam. Und da könnt ihr Bubbles anklicken. Da lernt man auch immer was. Marc!